Herr Vorsteher, werte Kolleginnen und Kollegen, was den Zeitpunkt der Einbringung des Doppelhaushalts für die Jahre 24 und 25 durch den Kämmerer betrifft, kann man trefflich sagen, the same procedure as every year. Denn wie immer erfolgt diese viel zu spät. Damit kann der Haushalt voraussichtlich erst im Juli verabschiedet werden und dürfte, wie bereits in den Jahren zuvor, erst gegen Ende dieses Jahres Rechtskraft erlangen. Somit befinden wir uns auch in diesem Jahr wieder nahezu durchgängig in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Folgen daraus: Neu beschlossene Investitionsprojekte können nicht getätigt werden, zusätzliche freiwillige Leistungen dürfen nicht ausgezahlt und neue im bisherigen Stellenplan nicht enthaltene Stellen können nicht geschaffen werden. Das alles geht zulasten der Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und natürlich zulasten der Empfänger von Fördermitteln und freiwilligen Leistungen, die dringend auf diese angewiesen sind, um ihre Angebote in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Sport, um nur die wichtigsten zu nennen, aufrechterhalten bzw. ausbauen zu können. Und damit geht die späte Einbringung dieses Haushalts nicht zuletzt wieder einmal zulasten der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt. Dafür, dass Sie in diesem Jahr mit einem Doppeletat quasi einen Befreiungsschlag versuchen, um zumindest mit einem rechtskräftigen Haushalt in das Jahr 25 starten zu können, haben wir als BFF-BIG-Fraktion bei Ankündigung dieses Vorhabens im vergangenen Jahr Verständnis aufgebracht. Jedoch setzen wir voraus, dass damit die ungute Routine der verspäteten Etateinbringung endlich durchbrochen wird und zukünftige Folgehaushalte rechtzeitig, nämlich deutlich vor Beginn des betreffenden Haushaltsjahres, eingebracht werden. Wir fordern daher den Kämmerer bereits heute dazu auf, den Haushalt für 2026 so rechtzeitig einzubringen, dass dieser noch im Jahr 2025 beschlossen werden kann. Ihre Andeutung, Herr Dr. Berkerhoff, zukünftig generell Doppelhaushalte aufstellen zu wollen, lehnen wir hingegen entschieden ab. Denn insbesondere im Hinblick auf die Anfang 2026 anstehende Kommunalwahl kann ein Doppelhaushalt 26/27, der noch mit der Mehrheit der derzeit regierenden Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt verabschiedet würde, nur als übergriffig bezeichnet werden. Aber auch ganz grundsätzlich sollte über den Haushalt Frankfurts von Jahr zu Jahr entschieden werden, verbunden mit einer alljährlichen Generaldebatte zur finanziellen und politischen Situation in unserer Stadt. Die notwendige politische Auseinandersetzung mit den städtischen Finanzen und insbesondere deren Verwendung darf nicht durch Doppelhaushalte über zwei Jahre hinweg ausgeblendet werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch nun zu dem 1.745 Seiten plus Anlagen umfassenden Zahlenwerk selbst, das uns Stadtverordneten gerade einmal erst seit knapp 10 Tagen vorliegt. Auch dazu muss man nach der ersten Betrachtung konstatieren, the same procedure as every year. Und daran ändert auch die erstmals angewandte und grundsätzlich lobenswerte Methode des Zero-Based Budgeting nichts. Denn auch dieser Doppelhaushalt kennt wieder nur eines: eine Ausweitung der Ausgaben über alle Dezernate hinweg und damit unter dem Strich ein Defizit für beide Haushaltsjahre 2024 und 2025. Dass es der grün-rot-gelb-violetten Koalition und dem von ihr getragenen Magistrat auch unter den Vorzeichen geplanter Gewerbesteuereinnahmen auf Rekordniveau nicht gelungen ist, zumindest einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen, ist ein Armutszeugnis. Noch dazu, wo Sie den Bürgern durch die Erhöhung von kommunalen Gebühren und Abgaben sowie Eintrittspreisen von Museen, Zoo und jetzt auch dem Palmengarten immer tiefer in die Taschen greifen und auch auf diese Weise die Einnahmenseite im städtischen Haushalt weiter aufbessern. Erneut und allzu deutlich zeigt sich mit diesem Haushaltsentwurf, dass Frankfurt kein Einnahmenproblem, sondern ein massives Ausgabenproblem hat. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt hat zudem den von ihr bereits für 2024 versprochenen Turnaround in der Finanzpolitik wiederum verpasst. Stattdessen manifestiert sie weiter ihren fragwürdigen Ruf als Schulden- und Ankündigungskoalition. Und bei aller berechtigten Kritik der CDU an diesem Doppelhaushalt muss darauf hingewiesen werden, dass sie in der Zeit ihrer Mitverantwortung in der Stadtregierung diese verantwortungslose Schuldenpolitik über viele Jahre hinweg mitgetragen und damit auch mitverantwortet hat.
Wenn der Kämmerer uns diesen Haushaltsentwurf allerdings als ehrlichen Gestaltungshaushalt verkaufen will, so ist das blanker Euphemismus. Ehrlich ist er schon alleine deshalb nicht, weil er nicht mit den Zahlen übereinstimmt, die der Magistrat zuletzt der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Erstmals gibt es, zumindest soweit ich mich erinnern kann, bereits zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung mit Budgetveränderungen des Magistrats quasi eine Art Nachtragshaushalt, der zusätzliche Ausgaben in Höhe von rund 210 Millionen Euro umfasst und das im Haushaltsentwurf für 25 ausgewiesene Defizit von 7,5 Millionen Euro auf 69 Millionen Euro ansteigen lässt. Ehrlich ist er auch deshalb nicht, weil die Konsolidierungsvorgaben, und das hat auch eine Zeitung, nämlich die FAZ, sehr gut herausgearbeitet. Wir reden hier über immerhin 411 Millionen Euro, also für 24 und 25, für die Dezernate lediglich pauschal erfasst sind und überhaupt noch nicht klar ist, wie diese konkret umgesetzt werden sollen und ob das überhaupt, Stichwort Pflichtleistungen, möglich ist. Und auch der Anspruch eines Gestaltungshaushalts ist lediglich ein Narrativ, das dieser Magistrat gebraucht, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen und den desaströsen Zustand der städtischen Finanzen zu verschleiern. Denn bei einer aktuell geplanten Gesamtverschuldung Frankfurts in Höhe von 5 Milliarden Euro im Jahr 2027 fragt man sich, welche Gestaltungsmöglichkeiten dann zukünftig noch bleiben. Zumal große und wichtige Zukunftsinvestitionen in diesem Zahlenwerk überhaupt noch nicht berücksichtigt sind. Für den Neubau von Oper und Schauspiel, für den nach derzeitigem Stand mindestens 1,3 Milliarden Euro aufgewendet werden müssen, sind über den gesamten Planungszeitraum wiederum nur Planungsmittel eingestellt. Und sucht man im Entwurf nach der Einmalzahlung an die Fraßba bzw. Hellaba in Höhe von 35 Millionen Euro, die für das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße bei Abschluss eines Erbbauvertrages fällig werden würde, komplette Fehlanzeige. Das gleiche Bild auch bei der politisch gewollten Volleinhausung der A661, die die Stadt Frankfurt mindestens 200 Millionen Euro kosten dürfte, eher aber deutlich mehr, nachdem jetzt endlich auch die Koalition die Notwendigkeit einer Einhausung von der Friedberger Landstraße bis zum heutigen östlichen Ende der Seckbacher Galerie erkannt hat. Auch hier komplette Fehlanzeige in der Investitionsplanung. Herr Pfeiffer, darf ich Sie mal kurz unterbrechen? Ich finde, der Lärmpegel ist ziemlich angestiegen. Ich sehe auch viele, die sich hier im Saal unterhalten. Machen Sie es doch bitte draußen, dass die, die dem Redner zuhören möchten, auch zuhören können. Danke. Danke. Die Beispiele dazu ließen sich beliebig fortführen. Doch dieses Defizit in der Haushaltswahrheit und Klarheit ist nicht neu, sondern ebenfalls Bestandteil dieses same procedure every year. Besonders dreist jedoch, und deshalb muss es an dieser Stelle noch einmal hervorgehoben werden, ist der Umgang des grün-rot-gelb-violetten Magistrats mit dem Toilettenkonzept, das mit der M174 Anfang 2023 verabschiedet wurde. Nach den doch sehr kryptischen Äußerungen von Ihnen, Frau Stadträtin Weber, im letzten Planungsausschuss, galt natürlich einer meiner ersten Augenmerke im Haushaltsentwurf, Sie ahnen es schon, dieser Position. Und siehe da, auch hier, wie bereits im Haushalt 2023, völlige Fehlanzeige, was die investiven Mittel angeht. Die benötigten 9 Millionen Euro zur Umsetzung des Konzepts waren zum Zeitpunkt der M-Vorlage schon nicht vorhanden, was diese selbst ja freimütig kundtat. Heute sind immer noch keine Finanzen für die Errichtung der dringend benötigten öffentlichen Toiletten in Sicht. Und Sie, Frau Weber, erzählen uns, dass Sie die Mittel schon irgendwie werden auftreiben können. Alleine das sagt wohl alles zum Thema ehrlicher Gestaltungshaushalt. Angesichts dieses nunmehr seit über 7 Jahren währenden Desasters des Toilettenkonzeptes ist es wohl ein Treppenwitz, wenn der OB meint, man müsse hier mehr auf Funktionalität statt auf Ästhetik achten. Denn abgesehen davon, dass die Menschen in unserer Stadt zunächst einmal heilfroh wären, wenn ihnen endlich überhaupt öffentliche Toiletten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stünden, spielt natürlich auch deren Ästhetik eine wesentliche Rolle. Und jetzt ist er leider nicht da, der Herr Oberbürgermeister, aber ich würde ihm doch sehr den Film Perfect Days von Wim Wenders ans Herz legen.
Der Film entstand nämlich, weil Wenders sich 17 öffentliche Toiletten in Tokio anschaute, sämtlich entworfen von japanischen Stararchitekten. In einer Filmkritik des NDR heißt es, ich zitiere mit Erlaubnis des Vorstehers, allesamt Designperlen, mal aus Holz, mal mit futuristischen Licht- und Glasinstallationen, alle sauber, weil sie von Männern wie Hirayama mit liebevoller Hingabe gereinigt werden. Zitat Ende. Das wäre doch mal ein Projekt für Frankfurt. Und warum fällt mir dazu das Stichwort World Design Capital 2026 ein? Design for Public Toilets wäre doch auch ganz im Sinne von Design for Democracy, oder etwa nicht? Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man noch darüber lachen. Mindestens genauso traurig, wenn nicht sogar noch viel trauriger, ist ein anderes Kapitel, das ebenfalls Dezernentin Weber zu verantworten hat. Die wirtschaftlich prekäre Situation der Tagespflegefamilien in unserer Stadt, die immer noch nicht gelöst ist. Weil sie mit der längst überfälligen Satzung nicht vorankommen, soll nun erneut eine Einmalzahlung vorbereitet werden. Warum diese erst mit dem Beschluss des Haushalts im Juli auszahlbar sein soll, erschließt sich nicht. Entweder handelt es sich dabei um zusätzlich verabschiedete Mittel, dann wäre sie erst mit Erlangen der Rechtskraft auszahlbar, also Ende 2024. Jedoch waren im Haushalt 2023 als Sollgröße 1.490 belegte Plätze hinterlegt. Für 2024 und 2025 sind es jeweils 1.400. Bei derzeit lediglich etwa 358 Tagespflegefamilien und einer durchschnittlichen Betreuungszahl von 3,37 Kindern kommt man rechnerisch maximal auf 1.200 belegte Plätze. Und dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass nicht alle Plätze durchgängig belegt sind. Somit müssten genügend Haushaltsmittel in dieser Produktgruppe zur Verfügung stehen, um umgehend eine Einmalzahlung an die Tagesfamilien zu veranlassen, so wie dies auch im vergangenen Jahr bereits der Fall war. Zudem ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Magistrat sich nicht an den geltenden Beschluss zur M118 aus dem Jahr 2019 hält, wonach der monatliche Sachaufwand in Höhe der Betriebsausgabenpauschale, wie sie vom Bundesministerium für Finanzen gewährt wird, je Kind und Betreuungsdauer zu kalkulieren ist. Obwohl die Betriebsausgabenpauschale bereits im April 2023 rückwirkend zum 01.01.2023 auf 400 Euro erhöht wurde, hat der Magistrat bislang keine entsprechende Anpassung vorgenommen, sodass den Tagespflegepersonen seitdem pro Kind und Monat 100 Euro vorenthalten werden. Und das ist ein Skandal, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zumal diese Anpassung unabhängig von einer Satzung erfolgen kann und lediglich die gemäß Beschlussfassung 4652 der Stadtverordneten vom 26.09.19 erforderlichen Finanzmittel in den Haushalt eingestellt und ausgezahlt werden müssen. Sofern dies noch nicht geschehen sein sollte, der Etat ist hier leider sehr undurchsichtig, fordern wir die Koalition dazu auf, dieses Versäumnis noch auszubügeln. 15 Millionen Euro Spielraum haben Sie ja für eigene Etatanträge. Denn auch hier gilt der kluge Satz von Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir als BFF-BIG-Fraktion werden uns in den nächsten Wochen weiterhin intensiv mit diesem Doppelhaushalt auseinandersetzen. Und obwohl wir davon ausgehen müssen, dass die Koalition in ihrer Arroganz der Macht die Etatanträge der Opposition in gewohnter Manier ablehnen wird, werden wir trotzdem wieder eigene konstruktive Vorschläge zum jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf ausarbeiten. Denn es gilt aufzuzeigen, dass eine ehrlichere, gerechtere und auch solidere Politik möglich ist, eine Politik, die die Menschen in unserer Stadt verdient haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.